In diesem Video gibt es Tipps und Tricks zum Geodreieck. In diesem Video schauen wir uns an, wie dieser Kumpan hier funktioniert. Das ist ein Geodreieck. Und wenn man sich das genau anguckt, sind hier sehr, sehr viele Sachen aufgedruckt. Und das gucken wir uns jetzt mal an. Dazu mache ich jetzt einfach mal eine Linie. So, was kann ich mit dieser Linie anfangen? Naja, ich könnte jetzt auf die Idee kommen, ich möchte gern eine parallele Linie dazu haben, im Abstand von 1,5 cm meinetwegen. Und jetzt kann ich hier gucken, hier sind praktisch nochmal so zwei Lineale aufgedruckt, 1,5 cm. Und die lege ich jetzt genau auf diese Linie. So, dann zeichnen, fertig. Jetzt habe ich eine parallele Linie im Abstand von 1,5 cm. So, was kann ich jetzt noch mit dem Geodreieck machen? Na, wenn man hier genau hinguckt, sieht man, das geht von 0 bis 7 und von 0 bis 7. Damit könnte ich zum Beispiel die Mitte bestimmen. Sagen wir, ich möchte von dieser Linie die Mitte haben. Dann kann ich hierher gehen und legt mein Geodreieck so an, dass ich auf beiden Seiten das gleiche ablese. In meinem Fall 5,2. Und dann brauche ich hier nur da, wo die 0 ist, eine Markierung machen und dann habe ich die Mitte von dieser Linie. Okay, was kann ich noch machen? Jo, ich könnte Winkel messen. Nehmen wir mal hier oben die Linie und da möchte ich jetzt 33 Grad haben. So, wenn ich mir das jetzt angucke, hier beginnt es bei 0 und geht bis 180 und der orangene Kreis beginnt bei 0 und geht hier bis 180. Das heißt, je nachdem, wie rum ich messe, wenn ich meine 33 Grad hier haben möchte, muss ich praktisch den inneren Kreis nehmen. Wenn ich die hier haben möchte, muss ich den äußeren Kreis nehmen. Ich möchte es jetzt praktisch mal so haben. Das heißt, ich lege das Ganze hier an mit der 0 an der Linie, stelle hier meine 33 Grad ein, wenn man das hier so schräg, ja, so ungefähr. Ich gucke halt schräg drauf, damit die Kamera eine schöne Position hat. Deswegen möge man mir es verzeihen, wenn es jetzt nicht ganz hundertprozentig exakt ist. Also hier muss es auf der Linie sein und hier 33 und dann kann ich mir auch sicher sein, dass hier 33 Grad da dazwischen sind. Dann kann ich zum Beispiel auch Winkel messen. Sagen wir, ich habe hier was und hier was. Jetzt habe ich natürlich beide schon schön lang gezeichnet. Wenn eine Linie zu kurz sein sollte, kann man die entsprechend verlängern, damit man halt eben gut messen kann. So, jetzt ist halt die Frage, beziehungsweise ich verlängere sie auch gleich schon mal, weil ich praktisch zeigen möchte, ach, das mit dem Verlängern war nicht ganz so exakt. Ich habe jetzt zwei Winkel, und zwar hier habe ich einen Winkel und hier habe ich einen Winkel und beide möchte ich messen. Was mache ich dazu? Ich nehme mir hier diese Linie, die ich eben so schön verlängert habe und setze mein Geodreieck entsprechend hier drauf, und zwar derart, dass ich die 0 genau im Treffpunkt, also im Schnittpunkt dieser beiden Linien habe. So, und dann gucke ich mir das an. So, wenn ich diesen Winkel hier haben möchte, das war der kleinere, fange ich hier an zu zählen. Und braucht praktisch hier außen den orangenen Ring und dann lande ich bei 30. Wenn ich den großen Winkel hier haben möchte, muss ich hier anfangen zu zählen und einmal rundherum bei 150. So, das heißt, das waren 150 Grad und das waren 30 Grad. So, 150 plus 30 ist 180, stimmt sogar. Also, was muss ich also tun?
Wenn ich diesen Winkel messen möchte, fange ich praktisch hier an und lese in die Richtung ab. Wenn ich diesen Winkel hier messen möchte, lese ich praktisch in diese Richtung ab. Das heißt, immer da, wo der Winkel ist, da fange ich auch an, sozusagen abzulesen. Ja, das war eigentlich schon alles, was man mit so einem Geodreieck alles anstellen kann. Gibt natürlich noch viele, viele andere Sachen. Zum Beispiel hier, das ist ein rechter Winkel. Das heißt, ich könnte jetzt zum Beispiel überprüfen, ob etwas rechtwinklig ist, zum Beispiel ob diese Kästchen hier rechtwinklig sind. Wenn ich genau hingucke, sehe ich, beziehungsweise wenn ich das hier mal durchzeichne, das hier ist praktisch ein 45-Grad-Winkel. Das heißt, die Winkelsumme im Dreieck ist ja 180, 90 Grad, 45 und hier sind auch nochmal 45 Grad. Das heißt, ich kann auch gucken, ob etwas 45 Grad ist, in dem es halt praktisch hier reinpassen muss oder ob es 90 Grad ist, wie ich das eben gemacht habe. Also da gibt es noch Möglichkeiten, was man alles so machen kann. Und das ist schon ein recht hilfreiches und vielseitiges Instrument, dass man halt sehr gut in der Schule gebrauchen kann und was mehr kann, als einfach nur als Lineal zu dienen.